Wo fällt ein gebildeter Schauspieler mehr auf? Unter Schauspielern oder unter Wissenschaftlern? Unter Schauspielern. Geistesgegenwart ist das einzige Gebot, haben Sie im Januar 2006 gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt. Welche der sonstigen Gebote sind die überflüssigsten? Die überflüssigsten? Du sollst Vater und Mutter ehren. Die überflüssigsten Gebote sind für mich sind Routine. Das heißt, sich auf etwas zu verlassen, was man vermeintlich immer schon zu können glaubt. Routine ist ein Todfeind. Welche attraktive Kollegin, das ist ein Thema, was hier unter den Tisch gefallen ist, Sie sammeln auch Orangenpapier, also die Papiere, in die Orangen eingewickelt sind. Welche attraktive Kollegin außer Jean Moreau müsste schon in Orangenpapier eingewickelt daherkommen, damit sie in ihrer Gegenwart nicht einnicken? Tilda Swinton. Okay. Was ist das Beste, das Sie jemals geschrieben haben? Vielleicht private Korrespondenz? Mein Kafka-Buch. Wann geben Sie zu, dass Sie nur Ihre eigenen viel zu hohen Ansprüche am Schreiben eines Romans hindern? Dann, wenn ich den Roman fertig habe. Fertig, das heißt, Sie sind in Arbeit. wie beim Film, ganz wenig. Jetzt ist ja ganz wenig nur machen. Was war das Dümmste, das Sie in den letzten 14 Tagen gehört haben? Das Dümmste in den letzten 14 Tagen gehört habe. Das kann ich Ihnen auch gleich die siebte geben. Wie lautet? Nein, das Dümmste, was ich gehört habe, ist, Obama ist überfordert. Das ist, was finden Sie dumm? Ja. Warum? Weil er das will. Er will überfordert werden? Ja. Also das heißt, seine Sehnsucht ist die gleiche wie Ihre? Nein, liegt auf einer ganz anderen Ebene, aber ich glaube, das ist der Challenge für ihn, das ist die Herausforderung. Überfordert mich, seht mal, wie ich wachse daran. Ich hoffe es. Wie lautete Ihr dümmster Satz in den letzten 14 Tagen? Mein dümmster Satz lautete, und was ist mit dem Herrenverkleidungsverkäufer? Was hat das damit auf sich? Ja, ich sollte im Film sagen, Herrenbekleidungsverkäufer. Ja. Ein Wort, das einem beim fünften Mal einfach nicht mehr über die Lippen kommen kann. Und dann habe ich gesagt, was ist mit dem Herrenverkleidungsverkäufer? Wobei dann das Dumme auch noch ist, dass ich wahrscheinlich sogar gesagt habe, mit dem Herrverkleidungsverkäufer. Mhm. Und da sind Sie dann böse auf den Drehbuchmann, dass er so ist? Nein, da bin ich auf mich selber böse, weil das einfach eine Art von Stolperstein ist, über den man hinwegkommen muss. Thank you.